Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Heute machen wir ein japanisches Blustpferdli, sozusagen. Wir gehen ins Baselland und suchen die Kirschblüten. Unsere Wanderung starten wir heute im solothurnischen Kienberg. Wir wären auch auf Japan gegangen, aber so weit müssen wir dann doch nicht, um blühende Krisenbäume zu finden. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir machen jetzt einmal Solothurn, Japan oder Japan-Solothurn, Thomas. Bist du sicher, dass du Kirschblüten findest? Ich hoffe es, ja, versprochen haben sie es. Das hoffe ich auch. Für den Moment sehen wir noch keinen einzigen blühenden Kirschbaum. Dafür einen Haufen Laub und kahle Bäume. Ich überlege mir, ob ich mit dem Thomas eine Wette abschliesse. Blüht es schon oder blüht es noch nicht, die Krisenbäume? Das Oltigen treffen wir dann auch tatsächlich auf die ersten blühenden Krisenbäume. In so einem blühenden Krisenbaumfeld stehen, ist etwas Besonderes. Und ich kann plötzlich nachvollziehen, warum die Kirschblüten in Japan für die Schönheit, den Aufbruch und die Vergangenheit stehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das doch noch findet, da, mitten auf dem Land, plötzlich tut sich eine Kirschblütenpracht auf. Im Dorf treffen wir auf die Biologin und Hobbybäuerin Dora Meier und den Bauer Jürg Gisin. Das sind Hochstammkrise. Ja. Was ist das Besondere am Hochstamm? Das Besondere am Hochstamm ist, dass er in der Landschaft steht, wie jetzt der hier. Es ist eigentlich eine Kathedrale von einem Baum, wenn man so in die Krone hineinschaut. Er wird älter, er darf Moos und Flechten und Insekten und so beherbergen. Jürgi sind. Sie sind Bauer mit Leib und Seele. Jetzt stehen wir hier vor einem Krisenbaum. Man kann denen ganz unterschiedlich sagen, oder? Wie kann man denen nochmal sagen? Ja, in der Stadt sagt man Kirchsi. Wir, das Oltige Weislingen Ammel, weil wir noch ein bisschen zum Fricktal gehören, sagt man Krisi und die anderen sagen Kirsi. Von Oltigen geht es weiter nach Wenzlingen und Tecknau. Nachdem wir am Anfang nicht sicher waren, ob wir auch wirklich Krisenbäume antreffen, zeigen sie sich jetzt plötzlich überall in ihrer vollen Blütenpracht. Auf dem offenen Feld treffen wir auf eine Kuhweide mit Kühen, die es ganz offensichtlich nicht gern haben, wenn man sie filmt. In der Zeitlupe zeigt sich das dann so. Und auch ich, mit der Kamera in der Hand, wird gewarnt. Ui, ist es gut. Ui. Dann halt eben nicht. Wir werden konsequent ignoriert. Vielleicht besser so. Auf das aber brauchen wir gerade eine kurze Pause auf einladenden Holzbänkchen im nächsten Dorf. Der biesige Wind und das schöne Wetter lockt auch andere raus. Der heutige Tag ist wie gemacht, um wieder einmal den Drachen steigen zu lassen. Aber oh je, der Drache wird nicht wirklich so richtig fliegen. Und weiter geht's zum nächsten und letzten Höhepunkt unserer heutigen Wanderung. Das ist die Ruine Ödenburg, die auf halbem Weg zwischen Wenzlingen und Tecknau liegt.
Ein Historiker, der Thomas, erzählt jetzt etwas über die Ruinen. Was ist das für eine? Das ist definitiv eine Zollstation zwischen Tecknau und Wenzlingen. Ah, wirklich? Keine Ahnung. Das hat glaubwürdig tun. Wollen wir mal schnell nachlesen? Ich glaube, es ist gescheiter. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Ja, Ödenburg gehört zu den ältesten Burgen von Nordwestschweiz. Von Basel-Land von Nordwestschweiz. Ah, kann ich das nicht merken. In Basel-Land und der Nordwestschweiz. Basel-Land. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Wir sind hier bei der Burgruine Ödenburg. Die gehört zu den ältesten Burgen von Basel-Land und von Nordwestschweiz. Ist aber um 1300 bereits verlassen gewesen. Ich bin überrascht und berührt, wie viel von dieser Ruine noch übrig ist. Ödenburg ist aber auch ein schöner Aussichtspunkt und Picknickplatz mit Sicht aufs Eital, Tecknau und Gelterkinden. Der Abstieg zum Endpunkt unserer Wanderung ist schön, aber steil. Gutes Schuhwerk und Konzentration sind angesagt, damit wir am Ende nicht noch unfreiwillig auf dem Hosenboden landet.